Willkommen zurück bei D2D. Es kommt durchaus vor, dass euer Behandler von euch eine konventionelle Bohrschablone verlangt. Im Normalfall haben wir das Ganze über eine Tiefziehschiene gelöst. Heute zeige ich euch, wie das in der Exocad funktioniert. Kurzer Disclaimer vorweg. Es ist wichtig, diese Bohrschablone, die wir heute konventionell herstellen, ist nur ein Hilfsmittel. Es ist auf gar keinen Fall als chirurgisches Instrument zu sehen. Das heißt, das, was wir hier planen, dient nur der prothetischen Planung der späteren Arbeit und der Behandler muss auf jeden Fall die Ausrichtung der Implantate oder die Ausrichtung der Bohrungen, die ihr gesetzt habt, überprüfen und das auch dann, wenn im Patientenmund quasi entweder die Gingiva zur Seite geklappt wurde und der Knochen frei liegt oder aber auch gestanzt wurde. Seit dem letzten Galway-Update ist es möglich, Zähne virtuell zu extrahieren. Das heißt, ihr könnt sowohl ein bezahntes Modell für die Planung eurer Bohrschablone verwenden, dann habt ihr natürlich die prothetische Achse des alten Zahnes direkt vorhanden oder ihr könnt hingehen und das Ganze radieren. Wenn ihr die virtuelle Extraktion wählt, könnt ihr die Zähne einfach anwählen, die werden freigestellt, vom Modell extrahiert und direkt als Situ wieder in den Gesamtscan eingefügt. Das heißt für euch, ihr müsst keine Brücke planen an dieser Stelle oder irgendwelche Zähne aufstellen und das Ganze scannen. Es ist recht hilfreich und ist auch neu in der Exocad. Das Ganze geht automatisiert vonstatten und ihr könnt sogar wählen, wie tief die Gingiva eingeschnitten werden soll. Das ist in dem Zusammenhang, je nachdem welchen Zahn ihr auswählt. Hier im Video seht ihr zum Beispiel einen 6er, das ist nicht ganz perfekt, aber für die Unterseite der Bohrschablone müsst ihr auch nur den tiefsten Punkt und die zentrische Positionierung für den Kegel haben. Habt ihr die automatische Reduktion verwendet, könnt ihr das Ganze als Aufbissschiene neu anlegen und die beiden Modelle, nämlich Situ und reduziertes Modell, hier einladen. Im Folgeschritt definiert ihr den Spacer, die Dicke des Spacers. Ihr wollt ja bei einer Bohrschablone zwar einen guten Sitz, aber keine perfekte Haltekraft wie bei einer richtigen Aufbissschiene. Und in dem Fall wähle ich im Normalfall die 007 als Spacer ungefähr. Das Ganze bereiten wir dann auf und können die Außendimensionen und die Dicke der tatsächlichen Bohrschablone letztendlich angeben. Das hilft uns insofern, dass wir sagen können, wir haben eine Abstützung, wir haben auf den mesial stehenden Zähnen und auf den distal stehenden Zähnen der Lücke entsprechend die Abstützung. Es gibt kein Kippeln, kein Wackeln und der Behandler kann das Ganze sicher fixieren. Jetzt können wir den Wizard-Schritten bis zum Ende des Konstruktionsfalls folgen und rufen per zusammengefügte Teile Freiform den nächsten Modus auf, in dem wir die Geschiebeteile anfügen können. Hier wählen wir parametrisch Rotation aus, am besten eine zylindrische Form, erweitern das Ganze so, dass später unsere Bohrhülse auf jeden Fall Platz findet in diesem Kegel oder in diesem Zylinder und platzieren die in der richtigen prothetischen Ausrichtung an den entsprechenden Stellen, die wir brauchen. In unserer Situation eine 4er und eine 6er Position. Hier achten wir rein auf die prothetische Situation. Das heißt, wir lassen alles andere, weil wir es natürlich nicht sehen können, also in Form von Knochen, außen vor. Die gezeigte Konstruktion soll tatsächlich nur als Alternative für konventionell hergestellte Bohrschablonen dienen. Das bedeutet, wenn ihr bisher hingegangen seid und zum Beispiel eine Schiene über ein bezahntes Modell tief gezogen habt, den Zahn an der entsprechenden Stelle radiert habt, das Ganze mit Kunststoff aufgefüllt und danach eine Bohrung per Hand gesetzt habt in der prothetischen Mitte des Zahnes, dann kann das hier für euch eine Alternative sein. Es ist allerdings keine Alternative zu einer DVT-geführten Bohrschablone, die tatsächlich die Knochenposition und die Positionierung des tatsächlichen Implantats im Kieferknochen zeigen oder repräsentieren würde. Anregungen und Wünsche natürlich gerne wie immer in die Kommentare. Sollte euch interessieren, wie wir das Ganze DVT geführt machen, dann haben wir hier oben das Video für euch. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.